beste Chancen nach oben. So könnte man meinen, wenn man den Dow Jones sich anguckt, hier der Future-Kurs, zumindest mal hier im Stundenchart, die letzte Bewegung, das hat doch was Cooles. Wir sind hier mal wackelig, hier, zack, zack, zack. Das sieht doch schon fast wieder fünfwellig aus, also ist verheißungsvoll, macht Spaß und spricht für mehr. Tatsächlich, also der Dow Jones auf besten Füßen unterwegs, wenn ich es mal so sagen will. Beste Voraussetzung eigentlich, dass der Kurs hier nochmal massiv weiter nach oben geht. Naja, was ist auch immer massiv, aber wir haben sogar Rückendeckung an den Märkten aus den Rentenpapieren, den Zinspapieren kann man so sagen. US Treasury Notes beispielsweise, die notieren aktuell an der 38,20er Marke. Ich weiß, viele von euch sagen, haha, was ist das? Chartechnisch versucht ihr hier die Welt zu erklären. Na gut, der Kurs ist bis dahin gefallen und es ist nicht so untypisch, dass der Markt solche alten Zwischenniveaus hier zum Beispiel nochmal erstmal nutzt. Das hatten wir hier übrigens auch. Ja, also wenn wir hier mal so zurückgucken, das ist zwar jetzt nicht zwangsweise eine FIBO-Marke, aber letztes Zwischenniveau, der Kurs pinkt diese Marke nochmal an, kommt nochmal runter und fällt dann eben ab. So, also umgekehrt wäre jetzt eben denkbar, dass der Kurs jetzt erstmal nach oben geht. Das ist keine Garantie, dass der Kurs jetzt bis dahin klettert, aber dass wir zumindest ein wenig in diese Richtung laufen. Das würde bedeuten steigende Kurse, das heißt geringere Renditen am Zinsmarkt. Und der Zinsmarkt, wir wissen, das ist aktuell der Buhmann. Viele haben Angst davor, dass das den Markt im Moment so in die Crash-Situation bringt und oder die Notenbanken eben dazu verführt, ein wenig anders zu reagieren. Wir sind da noch nicht so 100% entschieden, was die Notenbanken machen. Die sagen, ja, das ist alles überhaupt gar kein Problem, aber dass die jetzt nicht ankommen und den Panikknopf drücken, das ist auch nachvollziehbar. Also insofern, was ist Beschwichtigung und was ist tatsächlich Realität? Realität ist jedenfalls, dass die Kurse dort angekommen sind und eine Chance auf einen Dreh haben. Ich sage das bewusst so. Also, das ist nicht eine Garantie, dass der Kurs hier dreht. Es ist aber sehr häufig und dementsprechend eigentlich etwas, worauf man sehr gut mal achten kann, was hier als nächstes passiert. Im Tageschart sehen wir da keinen großen Unterschied, aber jetzt im Stundenchart sehen wir schon mal, dass wir hier erstmal zumindest mal gehalten sind und anders als hier, wo wir noch sehr stark nach unten und dann wackelig nach oben und stark und dann wieder wackelig nach oben, wie jetzt, naja, hier auch noch halbwegs wackelig, da hatten wir letztens noch drüber gesprochen vor dem Wochenende, aber die Abwärtsseite ist auch nicht mehr stark und das lässt zumindest den einen oder anderen sicherlich hoffen, dass das, was wir hier jetzt haben, eine Bewegung ist, die vielleicht tatsächlich ihr Ende hier findet. Das ist, glaube ich, die aktuell große Hoffnung vieler Marktteilnehmer, bewusst oder unbewusst, viele wissen das, den Zusammenhang nicht unbedingt, aber dass das hier die Zinsmärkte erstmal ein wenig stabilisiert, die Kurse hier auf diesem Niveau lässt, vielleicht ein wenig abfallen lässt und dass den Aktienmarkt umgekehrterweise dann wieder den Wind in den Flügeln lässt, dass der Kurs nach oben geht. Für die Standardwerte hier Dow Jones ist das gar nicht so unrealistisch. Beim S&P sieht es auch nicht so schlecht aus, wenn man sich das anguckt. Hier nochmal die Abwärtsbewegung, jetzt die Aufwärtsbewegung. Klar, das hat die Welt alles schon mal schöner gesehen, aber wenn ich mal das so ganz grob zusammenfasse, der Eindruck ist zumindest mal ein wenig so. Ich gebe es zu, so richtig toll ist das nicht. Wir haben da auch so die eine oder andere Kursüberschneidung drin. Da bin ich ja immer ein bisschen, wie ich sage, pampenduselig, wo ich nicht glücklich bin, wenn der Markt das macht. Auf der anderen Seite, es ist zumindest mal ein erster Versuch nach oben. Und solange der Markt die starke Seite jetzt mehr oder weniger und möglichst dynamisch nach oben geht und, jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nach unten eben nicht stark. Also nach unten eben sowas zeigt, dann hätte man hier einen Trigger für die Long-Seite nochmal, um zu sagen, naja gut, dann gehen wir halt da doch nochmal durch. Alternativ kann es auch eine einfache ABC geben und dann eben Trigger hier, um dann eben nochmal nach oben durchzugehen. Die Chancen sind also da, dass der Markt jetzt ein bisschen recovert und weiter nach oben geht, dass wir auch nochmal vielleicht ein neues Allzeithoch hier bekommen. Das ist längst nicht unmöglich. Mindestens mal, was die Blue Chips und die Standardwerte angeht, sieht das gar nicht so schlecht aus. Nicht ganz so famos ist die Situation, wie wir beim Nasdaq haben. Denn der Nasdaq, der ist weiter runtergelaufen. Auch er hat jetzt hier an so einer Unterstützung gesehen. Das ist durchaus ähnlich zu sehen. Hier ist die 50er-Marke. Hier hatten wir zumindest mal dieses Zwischenhoch, das sicherlich nicht ganz unbedeutend war hier. Also da sind mehrere Marken, auch eine Extension-Marke. Das will ich jetzt gar nicht so genau erklären hier von dieser Gegenbewegung. Aber eine mögliche Unterstützung und die Chance, dass der Nasdaq das Ganze jetzt ebenfalls nutzen wird. Wollen wir mal gucken, ob der Markt jetzt tatsächlich mit Schmackes hier oben durchgeht. Je länger diese Bewegung wird, desto größer ist die Chance, dass die Abwärtsseite rum ist
das Doofste wäre jetzt, wenn er irgendwo hier verhungert. Als Orientierungshilfe kann man nehmen, man misst einfach mal, wie lang war die erste Bewegung, das war die von da bis da. Also wenn der Kurs hier ungefähr nur bis 12.930 geht, dann würde man sagen, das ist so eine typische ABC-Kiste. Wenn er jetzt hier durchgeht, na, dann hätten wir doch wieder dieses klassische Ding. Aber ihr seht schon zwei Punkte. Erstens, wir haben eine Orientierung. Geht er da durch, ist es umso besser. Das ist nicht ein guter Long-Einstieg hier an der Stelle, weil dann ist der Kurs hier schon gelaufen. Aber es wäre ein Indiz, dieses Bild richtig einzuschätzen. Dreht der Kurs und vorher oder ungefähr in diesem Raum geht dann durch diesen Tiefpunkt hier, wäre das die Abwärtsseite. So, jetzt habe ich gesagt, aber ein toller Trigger ist das nicht. Aber wie gehe ich dann damit um? Das Schöne ist, wenn der Kurs jetzt hier nach oben kommt und dann aber nach unten eben wackelig ist. Das hat er hier nicht gut hingekriegt, zugegeben. Da bin ich eher noch sehr skeptisch gewesen hier, weil der Markt hier doch in den, gut zugegeben, Morgenstunden relativ zügig hier nach unten gelaufen ist. Das hätte man auch noch als einen Impuls interpretieren können. Aber wenn wir jetzt vielleicht im Laufe des Handelstages heute oder morgen oder in den nächsten vielen Stunden eben eine Abwärtsseite sehen, die wieder ABC oder wackelig nach unten ist, dann sage ich, Mensch, das sieht gut aus, jetzt haben wir die besten Chancen und das würde das Gesamtbild unterstützen, dass wir mit den Renten, mit den Standardwerte, Indizes und den Budgets eben hier in Einklang eben dann laufen. Also keine ganz schlechten Voraussetzungen, aber jetzt zählt es, was der Markt tatsächlich macht. Also sprich, nochmal eine Schwäche zeigt. Ich weiß, viele sagen dann, ja, das ist aber leicht, wenn er steigt, dann ist es gut. Ja, aber wenn, je mehr er steigt, desto unrealistischer wird vorläufig zumindest mal das Abwärtsszenario. Und der Tipp ist natürlich, nicht sich dann zu ärgern, dass man das verpasst hat, sondern jede korrektive Situation dann eben in Trendrichtung nochmal zu nutzen. Die kann manchmal sehr weit laufen, die kann manchmal nur noch ein bisschen laufen. Das Prinzip ist aber immer das gleiche. Habt ihr eine Bewegung, die stark ist, eine, die schwach ist, dann könnt ihr sagen, okay, dann gehe ich nochmal in die Trendrichtung. Und das geht auf vielen verschiedenen Zeitebenen, wo man sagen kann, okay, die Richtung setzt sich dann entsprechend nochmal fort. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Wenn ihr Spaß an solchen Sachen habt, dann meldet euch gerne für Born for Trading. Ihr könnt das kostenfrei für eine Zeit lang erstmal nutzen, einfach mal ausprobieren, mal gucken, keine Sorge, da ist kein Lama mit dabei, sondern einfach mal gucken, ein bisschen Zusatzinformationen bekommen und mal schauen, wohin das Ganze führt und gerne natürlich auch für den Trade des Tages anmelden, wo wir immer wieder neue Situationen ankündigen, die wir mit unseren ganz konkreten Marken besonders attraktiv finden. So, in diesem Sinne, euch alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.